You never walk alone. Ja, und damit sind wir bei Celtic in der zweiten Liga angelangt. Wie man schon hört, wie man sieht, gegen Wisla Krakau, also gegen meinen eigenen Spieler quasi. Natürlich halte ich da mehr zu meinen eigenen Spieler, auch wenn die Favoritenrolle bei Celtic und den lieben Fangamer liegt. Grüß euch. Ja, und das You Never Walk Alone, bitte sing jetzt noch in. Das gibt's nicht. Das ist ein Scheißauftakt. Sing in Polnisch, wollte ich sagen. Scheiß, die Wanderer, der erste Ballbildung gleich ins Tor. McGregor. Ja, McGregor. Ja, mein Spieler spielt leider nicht mehr da. Den habe ich mir extra in meinem Let's Play von Celtic geholt zu Lincoln City. Und jetzt spielt er nicht mehr da. Hat Langhans den jetzt eigentlich aufgelegt oder nicht? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, er war gut dabei. Ja, eigentlich das hat er es auf jeden Fall mit. Ja, werden wir dann sehen. Ja, für was haben wir unsere Azubis auch im Hintergrund? Oh, schön aufgelegt. Ah, und Rasek. Ja, da muss ich jetzt Krakau schnell fangen von diesem Schock auf jeden Fall. Das mit der ersten Chance, der Ball da drüber rollt. Ja, der Guzman ist ein neuer Spieler übrigens. Der spielt da auch irgendwo im Mittelfeld. Oh. Jetzt zum Beispiel. Ja, bei Celtic konnte man keine Transfers verzeichnen. Das ist nämlich so, das müssen wir auch sagen. Celtic ist eigentlich zu stark für diese Liga. Ja, ich glaube, das haben wir schon gesagt im Testspiel. Haben wir schon? Ja, die Rangers und Celtic. Deswegen hat auch Celtic kein Transferbudget bekommen. Ist gerecht, sage ich mal. Müssen sie sich verdienen. War es eine sehr schnelle Partie? Oh! Oh Gott sei Dank. Das ist der Torschütze auch gleich. Gelbe Karte. Habe ich mir zuerst gedacht, das ist ja dann unmöglich mit den Rangers hier was zu reißen, aber dann habe ich mir gedacht, sie sind eh von Haus aus stark. Entschuldigung, Celtic. Und das ist dann nur gerecht, dass man hier keine Transfers machen kann, eigentlich. Dass das Niveau ein bisschen angepasst wird wieder. Meine, das klingt jetzt überheblich, muss ich sagen, aber von der Stärke her ist es einfach so. Wie sie dann wirklich spielen, wie sie sich präsentieren, sieht man dann eh. Oh! Oh. Oh, den. Hat sich der Goalie jetzt auch Zeit lassen. Ja, man muss auch sagen, es ist ja auch in echten Leben eigentlich so. Geld gewinnt nicht an der Meisterschaft. Das stimmt. Weil man kann die besten Spiele auch jetzt in FIFA haben und wenn man nicht mit ihnen umgehen kann. Oh. Schön. Alter. Kommt es da einer. Nein, das stimmt. Bei welcher Mannschaft sieht man das am besten eigentlich, dass Geld nicht alles ist? Jetzt? Bei uns. Boah. Weiß jetzt nicht. Boah, jetzt wollte ich das unbedingt mit ihm machen. Ja, in der Champions League hat man es gesehen, bei manchen Mannschaften zum Beispiel. Ja, und ich muss auch sagen, man sieht ja, dass Stärke auch nicht alles ist. Weil zum Beispiel Sickinger und Langhans, die spielen eigentlich super mit. Ja, Langhans vor allem, da fällt man gut auf. Oh, okay, eher nicht so. Ja, gegen Ending, was willst du denn da tun? Ah, das hat aber was gut gemacht.
Ah, oh, das war knapp. Ja, ich muss sagen, Sickinger. Na, lang kann's, warte mal. Lang kann's. Spielt rechts. Den habe ich ehrlich aus einer Not herausgeholt, dass ich Forest hier abdecken kann. Also eine quasi zweite Position habe. Aber der verdrängt ihn teilweise schon mit so guten Aktionen. Schön. Oh. Jetzt hat er massiv gehabt. Aber hey, ist die Stange zuvor gekommen. Ja, und es ist wirklich eine sehr schnelle Partie an hin und her. Und dann nochmal McGregor, da hat sich dann noch einer dazwischen, die Nummer 5. Weiß ich jetzt nicht, was die Nummer 5 ist. Ich glaube, Bartowski, der steht an der Stange. Celtic daheim präsentiert sich gut, schnelle Führung. Dann jetzt einmal die Stange und wir schauen jetzt nach. Das interessiert mich jetzt. Was denn? Langhans hat die Vorlage gemacht. Okay. Hat zumindest einen Scorepunkt verdient. Ja, und bei Dings kommt der erste Wechsel. Nämlich. Ja, und ich sage mal, Wojtkowski. Langhans empfiehlt sich somit eigentlich sehr stark für die Wahl des Nachwuchsspielers. Hab gedacht, du sagst es für die erste Liga. Ja, davon rede ich jetzt nicht. Aber defensiv kann auch gut aushelfen. Ach, geschossen. Muss man Kritik am eigenen Spiel üben, das war nichts. Was? Ending spielt noch? Entschuldigung. Oh. Ja, zweite Mal schon hat er, wurde er gefault. Aber er spielt nicht, ja. Das ist lustig, aber ganz am Anfang in unseren FIFA-Karrieren haben wir unsere Spieler immer in Sturm reingehaut. Ja, aber nachdem das, dann haben wir gedacht, na, das ist nicht meine Position eigentlich. Bin doch kein Stürmer. Na. Wir sind Techniker. Shit. Ja, okay, so geht's auch. Das war der Falsche jetzt. Ja, und Ondrasek wird gehen. Er kommt. Ah, ich probier mal was. Was war das jetzt für ein dummer Fehler? Das war voll der falsche Spieler. Kann auch passieren, einmal in der Hitze des Gefechts. Sollte nicht, aber. Oder hat sich dir das Gesicht zu deine? Oder schaut das nur so aus?
Oh, der ist schnell. Alter, was? Na, der hat sich fallen lassen, also. Der ist überlaufen worden. Oh, schade. Ah, da haben jetzt schon ein bisschen die Power gefehlt in Langkanz. Machen wir so. Gut gekämpft, Langhans. Ein Assist. Boah, Alter. Schön. Okay. Alter, wieso ist jetzt stehen geblieben, der Haber? Kann ich auch nicht sagen. Aber ist das Sinn? Oh, schön. Der tut weh. Finn Borgerson. Da hätte ich gedacht, dass der Golem hat eigentlich. Ich auch. Ja, Wisla Krakau setzt hier Celtic gehörig unter Druck. Ah, jetzt wollte ich passen. Ja, die letzten Schlussminuten. Oh, das hat er schön gemacht. Oh, Das hat er auch schön gemacht, der Gudi. ja. Finn Borgerson, legt er nochmal ab! Guzman! Guzman! Ja, verdient. Äußerst verdient. Boah, ich, da war ich so ein Zucker. Oh, ich dachte, der kriegt er nicht mehr. Ja, Finn Borgerson. Gut gemacht. Ja, und da sieht man, dass Namen nichts ausmachen. Na, Celtic wirkt irgendwie jetzt müde, zweite Halbzeit. Na, da hat sich Ending nicht belohnen dürfen. Aha. Oder? Ja.
Ja, das sieht man. Celtic ist angreifbar. Trotzdem sie eigentlich relativ stark sind in der Liga. Oh. Yes! Na, gekommen, Yes! Alter. Gekommen, Alter. Gescheißen, Alter. Wo war da was? Wo war da was, Alter? Ja, gekommen. Okay. Ja, gekommen, Alter. Der hat sich aber jetzt schön fallen lassen. Nein, du hast es gewusst. Yes! Du hast es gewusst. Yes! Das ist immer so eine Glückssache irgendwie. Ich habe gesehen, wie du mit dem Tor auf die Seite gegangen bist. Okay, Scheiße, den hast du. Ah! Dass du Ah! wieder einen Stoß gekriegt hat. Nein, jetzt nichts hin. Ja, Oh. aber Ja. unentschieden. Leider hat man diesen Elfmeter nicht verwertet. Bravo, Wisla Kraka. Bravo. Muss Aber ich ehrlich zweite sagen? Halbzeit, ja, hat dann doch Krakau gehört. Wirklich, sie haben müde gewirkt, Celtic, nicht mehr agil. Und der Guzman hat einen Mörderanteil gehabt. Natürlich auch Ending, der hier viel auf der Oh, Seite sorry. gearbeitet hat. Ich habe nicht gedrückt. Aber wenn man das in die Kabine auch wegdrückt, dann sind die Highlights auch weg. Ich glaube schon. Müssen wir mal probieren. Ah, so ist dann, wenn wir es probieren. Na, ich meine, wenn einer Meister wird, müssen wir vorher schauen, wie das Ah, Spiel okay. ausgeht, dann probieren wir das. Da war der Welt noch heil für McGregor. Ja, ist mir auch sehr gut aufgefallen, McGregor. Ja, es ist das zweite 1:1 in der zweiten Liga und damit ist auch der letzte Spieltag vorbei. Dann verkünde ich gleich einmal die Tabelle und die schaut folgendermaßen. Lincoln City führt in Runde 1 die Tabelle an. Vor Krakow, Exeter City, Chicago Fire, Celtic, Paris, Venedig, Pogoń Szczecin und die Sportfreunde Lotte und die Rangers haben den letzten Platz zurzeit mit 0 Punkten. Ja, viele Highlights. Was bei den Schotten nicht so zündet, sind die zwei Stürmer eigentlich, muss ich sagen. Was sind die Stürmer? Dembele und? Der Griffith. Ah, Griffith. Ja, Dembele ist mal ein bisschen aufgefallen, Griffith. Habe jetzt mal gespielt. Den habe ich jetzt dann statt McGregor spielen lassen. Ja, Weil ich aber eben man muss auch diesen sagen, Sing probieren Celtic. wollte. Aber das Ding war schnell. Das ist ein Inder. Den kenne ich. Der war vom freien Markt. Ja, Indien gibt es ja keine Liga. Gibt's keinen, nein. Aber gibt es viele Singen in Indien, darum weiß ich das. Der Inder ist. Ich habe einen Verteidiger auch, der Sing heißt. Ja, auch Inder. Ja. Tier, der verdient der Ausgleich. Aber der war schnell. Ich weiß nicht, ob der eine Sprinter zu schnell war und der Verteidiger langsam, aber da ist er wirklich an der Angast. Ja, das, ah, traurig. Da habe ich gewusst, wie du, aber da war es zu spät. Wie du den einen Schritt nach links machst, das habe ich gewusst. Ich habe nicht mehr, ich habe Angst gehabt, wenn ich jetzt verziehe, hast du das, ich den komplett vor. Na gut, Leute, Ja, das war's mit dieser ersten Runde aus aus der der zweiten zweiten Liga. Liga. Wir sehen uns Macht beim es nächsten Mal. gut. Bis dann rein. Ciao. Ciao, Papa.